So Leute, es gibt eine neue Folge Indiana Jones. Wir machen weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Das Problem ist, dass ich nicht mehr weiß, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich meine, wir waren gerade in Griechenland. Das Problem ist... Doch. Hier, ne? Da haben wir das letzte Mal aufgehört. Meine ich. Also, jetzt bin ich wieder ein bisschen zu groß. Sollen wir das Bild wieder in einen Item-Slot packen? Hier waren wir stehen geblieben, nachdem wir in Algiers, glaube ich, alles gemacht haben. Und wir sind jetzt in Kreta angekommen. Ich habe mich, wie man sieht, hier für den Weg entschieden mit Sophia. Was haben wir für Items? Es ist gar nicht so leicht, wenn man so ein bisschen Pause hat zwischen den Aufnahmen, da wieder reinzukommen. Man muss natürlich so eine Übersicht haben. Ja, erst nochmal zum Doc, mal gucken, was passiert. Doc, Doc! Okay, aber passiert gar nichts. Alles klar, gut zu wissen. Wir können, glaube ich, hier lang. Und ich gehe direkt mal in die andere Richtung, um zu sehen. Was ist hier? It's just about the same size as the stone discs. Können wir use Sunstone with. Das hat schon mal geklappt. Ah, da müssen wir die anderen Steinplatten wahrscheinlich noch drauf machen. Ja, das war, glaube ich, früher die Kopierabfrage. Well, that didn't do anything. Soll ich das jetzt einfach ausprobieren oder was? That still didn't do anything. Alexander Fleffer, ist das ein Trennungsgrund? Neue, bessere Hälfte hat am Wochenende mit mir zum ersten Mal in die Eins geschaut, fand ihn langweilig. Ist das ein böses Omen? Ja, ich kenne das Problem. Aber lass dir gesagt sein... Maybe I need more than one stone. Aha, siehst du? Für mich ist das kein Trennungsgrund. Man muss als Partner in einer Partnerschaft nicht immer exakt die gleichen Interessen haben, meiner Meinung nach. Solange es irgendwas gibt, was ihr auch gemeinsam machen könnt. Okay, also ich glaube, wir müssen erstmal in die andere Richtung. Ah, wir können hier oben. Hä, Moment, ist das dann da oben nur Ausguck? Essen und Bumsen haben wir zumindest gemeinsam. Ach, das ist doch schön, Alex. Das freut mich. Zumindest eins von beiden bleibt auch über Jahre. So. Okay, ich glaube, ich muss hier runter. Es ist echt so krass, wie ich mich überhaupt nicht mehr erinnere. Okay, mehr Höhlen. Eine Hängebrücke. Walk to entrance. Ist hier noch irgendwas aufzusammeln? Nee. It's a pile of rubble. It's a pile of rubble. Pick up I rubble. I can't pick that up. I can't move it. Hier ist gar nichts? Das kann doch nicht sein. Ist wirklich absolut nichts. Ich kann es nicht nehmen, ich kann es nicht bewegen. Ansonsten ist hier drin gar nichts. So. Über die Brücke, oder? Indiana Jones ohne Hängebrücke. Das wäre auch nicht Indiana Jones. Ein bisschen komisch, dass keine Musik ist. Ich hätte hier irgendwie Musik erwartet, aber hier geht es auch nicht weiter. Hä, was ist das? Doch. Aha, was haben wir hier? Surveyor's Instrument.
It's a surveyor's transit, useful for measuring angles and laying out straight lines. Damit müssen wir irgendwas machen. Okay, use with. I don't think that'll work. Hä, wo ist es hin? Er hat es einfach genommen. Okay. It's a surveyor's transit. Er hat es einfach eingepackt. Okay. Ich wollte es eigentlich mit irgendwas benutzen, aber okay. Das ist nix. Okay. Hier ist auch nix. Was war Edes Killerspruch zum Thema Bumsen? War, glaube ich, bei Almost Daily oder Home dem Letzt. Dem Letzt? Southside, was ist denn das für ein Wort? Dem Letzt, das habe ich noch nie gehört. Dem Letzt. Bist du Zeitreisender irgendwie aus dem Mittelalter? Oh, Gemahlin, ich hätte gerne das Getränk, das ich dem Letzt zu mir genommen habe. Sag doch einfach, du willst eine Cola. Dem Letzt. Wo geht's hier lang? Es ist ein bisschen komisch hier. Komm, ein bisschen schneller, Indy. Dem Letzt sagt man auch bei uns in der Pfalz, habe ich wirklich original noch nie gehört, dem Letzt. Aber gut. Da geht's rein. Jetzt müssen wir wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wonach wir suchen. Aber es könnte sein, dass wir. I don't think that'll work. Nee. Time hasn't been too kind to this room. Irgendeine Form von. Wahrscheinlich, also meine Vermutung ist, ich weiß wirklich nicht mehr, dass wir irgendwie ein Kreuz herstellen müssen. Denn X marks the spot, aber ich weiß noch nicht wie. It's pointing at Sophia's necklace. Sophia. Yes? Some palace the Minoans had, huh? According to Nurab Sal, they were nothing but the Atlanteans' country cousins. What do we do now? I'm not sure. Maybe there's something useful hidden among these ruins. Do you think the Nazis have been here? I don't know, but we should be careful. Something tells me they're not far away. Okay, das war so mittelmäßig hilfreich. Wie ging das denn nochmal? Wir müssen hier erstmal, glaube ich, überall rein und gucken, ob wir irgendwas finden. All they're holding now is air. They're all empty. They're all empty. Irgendwo ist hier ein Rätsel. Push. I can't move it. Da können wir noch rein. Ich weiß gar nicht, wonach ich suche, aber. Aha, das sieht doch schon mal interessant aus. Walk to mural. It's an ancient diagram of some kind. There's a bull's head, horns and tail. The lines appear to converge on that circle. Could the circle be one of the stone discs? Okay. They're all empty. It's an ancient diagram of some kind. There's a bull's head, horns and tail. Bull's head, horns and tails. Stones. It's a pile of rubble. Ach du Scheiße, wie viele Eingänge gibt's denn hier? Muss ich jetzt in alle erstmal rein? All they're holding now is air. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Man weiß ja nicht genau, wonach man sucht. It's a pile of rubble. The stones look loose. Oh, warte. Pick up. There's a statue here. Haha. It's a bull's tail statue. So, da haben wir schon mal eine Sache.
Was auch immer uns das bringt. Was ist hier? It's a pile of rubble. Hmm, the stones look loose. Siehste? There's a statue here. It's a bull's head statue. Okay, bull's head. Kann man den abheben? Ab. I can't pick that up. Nee. So, jetzt haben wir schon mal zwei Symbole. Wo war das hier? Genau, das sind die beiden. Und die gehen vorbei an was auch immer das ist und zeigen dann in der Mitte auf den Stein, ja? Also, wenn die hier sind, dann gehen die an diesem Ding hier vorbei. They look like the town's centerpiece. Und treffen sich dann hier irgendwo. Oder? Wenn ich das richtig sehe. Müsste ja dann hier irgendwo sein, aber hier ist... Ach doch. Hä? Hier ist gar nichts? Ich glaube, hier oben müsste es sein. Es geht hier oder hier? Ne, hier. Da. Komm hier hin. Kommt noch ein Gameplay zu Sime the Sorcerer? Ja, könnte passieren. Also ich werde nach Indiana Jones Fate of Atlantis auf jeden Fall ein neues Adventure spielen. Also wieder eins. They won't move. Nee, aber das muss es doch sein, oder? Was ist das? It's a pile of rubble. They won't move. Muss ich use transit with? Such statue. Warte. Ich check hier gar nichts gerade. Ich muss erstmal hier reingehen. Ich befürchte fast, es ist leer. Ja. It's a pile of rubble. I can't pick that up. All they're holding now is air. I can't pick that up. War ich da schon? Das ist irgendwie ist das Rätsel hier draußen. Irgendwas ist hier. Also die beiden. Das muss ja eigentlich hier dann sein. Aber muss ich das dann use transit with stones? Probieren wir das mal. I can't level it on these stones. I can't level it. Das ist auf jeden Fall eine neue Aussage. Da. I can't level it on these stones. Was meint er damit? I can't level it. It's a hose. Okay, also wir haben hier die Dinger. Schwierig. Geht's hier eigentlich noch weiter? Kann auch sein, dass mir noch irgendein Gegenstand fehlt, natürlich, ne? Okay, kannst du... Nee. I can't level it. I don't think that'll work.
I don't think that'll work. I don't think that'll work. I don't think. I don't think that'll work. Ha, da ist was passiert. So. Jetzt können wir das usen. Aha, guck mal, Leute. I see a wall. Shit, was habe ich jetzt gemacht? Das ist ja lustig. Guck mal, sie winkt sogar. I see Sophia. Okay, wir müssen das jetzt irgendwie eichen. Ich glaube, das ist hier das Ding, ne? Aber wie macht man das jetzt so? So? I see a door. Jetzt nehmen wir das. Geben das auf das andere. Wie ging das denn nochmal? So, und jetzt benutzen wir das. Eichen das auf die rechte Seite oder was? Das wäre dann hier. I see the right horn. Okay, ich glaube, dann habe ich aber bei dem anderen was falsch gemacht, oder? Das sah ja schon mal ganz gut aus. Ich guck noch mal kurz auf die Zeichnung. Also nee, die gehen links und rechts vorbei, würde ich sagen, ne? Eindeutig. Links und rechts vorbei, nicht durch die Mitte. Aber dann habe ich hier das falsch gemacht. I see a wall. Raff ich gerade nicht. Hä? Aber ist doch richtig. I see a wall. I see a wall. Yeah, okay, aber what? Warum macht er bei dem einen dieses komische Ding und hier nicht? Jetzt ist es wieder weg. Hier leint es auch direkt schön an. I see the right horn. I see the right horn. Aber wieso macht er das dann bei dem anderen nicht? Verstehe ich gerade nicht. Vielleicht muss ich es so machen. I see the left horn. Aha. Hello, what's this? Okay, das war das Problem. Ich muss einfach das Horn richtig reinnehmen. Lut X machst du. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich. Hey, there's a stone disc down here. It's got a hole in the middle and little moons carved into the surface. It must be one of the moonstones Plato wrote about. So, jetzt haben wir die Platte. Ich glaube auch, sehr viel mehr ist hier gar nicht.
Die Frage ist, nehmen wir das wieder mit, Joa, oder? Wer weiß, ob das... Lug that around anymore. Ah, ne, okay. So viel dazu. So. Das müsste doch jetzt eigentlich. Jetzt ist trotzdem, weiß ich nicht genau. Use Moonstone with Sunstone. So. Jetzt weiß man ja trotzdem nicht, was man hier einstellen soll. LOL. What do you know? A secret door. Jetzt mal ehrlich, habe ich jetzt gerade aus Versehen direkt beim ersten Mal von 30 Lösungsmöglichkeiten die richtige gemacht? Oder geht das bei jedem? War das jetzt einfach... Hätte das in jeder Kombination funktioniert oder bin ich einfach ein fucking Genie? Das wüsste ich jetzt gerne. Okay. Wow. Das ist ja geil. Okay. Vielleicht ist das jetzt entschärft, weil es früher eine Kopierabfrage war, die sie jetzt rausgenommen haben. Jetzt geht's mit allem. Hidden under the ruins of Gnosis is true. The legend of Atlantis isn't any more far-fetched. Maybe it's true too. I think the last stone disc and Atlantis are waiting for us somewhere beyond that door. Walk to shelf statue. The bust of Zeus. Pick up. Pick up. Pick up. Aha. Okay. Ah ja, das sieht schon wieder. The bust of Apollo. It's a bust of Zeus. It's a bust of Ares. Okay, da reicht aber eine Statue. Ein Kopf. Und wir können trotzdem durch. Das heißt, zwei könnten wir... theoretisch zwei mitnehmen. Ja? Wenn wir den jetzt mitnehmen aus dem Raum. Okay. Ah, nee, das sieht hier schon wieder nach so einem typischen LucasArts-Labyrinth aus. I don't need any old bones. I don't need any old bones. Das ist ja noch ein Ja, okay, danke für den Hinweis. Nur da rein. Ist nix. Oha. Hier, das sieht prominent aus. For all I know, it's the original Minotaur. I used to wonder why the Minoans were so obsessed with bull-headed figures. Come to think of it, I still wonder. Push. It's too big. Pull. It's too big. Use whip with I don't think statue. That'll work. Okay.
pick up. I can't pick that up. Push statue head. I can't move it. Use whip on statue head. Get behind me, Sophia. Aha! Ah, ich bin ein Genie. I knew it. Ach, guck mal, hier ist jetzt eine Platte erschwert worden. Was ist, wenn wir jetzt die anderen Köpfe auch auf dieser Platte benutzen? Nee. Use head with head. Sophia, get over here. Oh, what's going on, Indy? Fuck. Must be a primitive elevator of some sort. Ich schwöre euch, ich weiß das nicht mehr. Das ist alles ausprobiert. Kann natürlich sein, dass ich jetzt oben noch irgendwas übersehen habe, was ich brauche. Das ist so ein bisschen doof gerade. I thought Mr. Otis invented the elevator. Yeah, well, this is our floor. Yo, Sweet Chuck, danke für 25 Monate abonnieren. Super cool, danke. Walk to waterfall. Oh wait, that was our ride. Okay, dann hat sich das auch erledigt. How nice. Wait, there's a chain running up behind the waterfall. It must be holding the elevator's counterweight. Use chain. Hold on, Jones. Where do you think you're going? I'm climbing this chain. You'd better come back. Trust me. Wie geil das aussieht da im Wasserfall. Ouch. I hate getting wet. Okay, so kommt man auf jeden Fall wieder nach oben. Here I go again. Okay, auf die andere Seite kann ich gar nicht mehr. Also die linke Tür werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Was ich mich frage, können wir diesen Kopf jetzt mitnehmen? Pick up. Statue head? It's too heavy. Nee, okay. And there it goes again. It's our old friend, Professor Sternhardt. Looks like he's starved to death. How awful! I guess he knew a lot more than he let on. But not quite enough, apparently. Yeah, we'll starve too if we don't find a way out of here. Pick up staff. Pick up. Professor Sternhardt? Nee, ne? I can't pick that up. Push. I can't move it. Okay. Offensichtlich ging es nur um den Stock. Da ist das Lukas-Zeichen, Lukas-Arts-Zeichen im Stein gemeißelt. Ist ja lustig. Okay, hier haben wir es mit einer verschlossenen Tür zu tun. It operates the gate. Aber wie? It doesn't seem to open. Das kann nicht sein. Hole. It's a narrow crawl space. Da musst du rein, Sophia. Listen. Yes? Let me boost you through that hole. I'm not climbing through there. I'll bet it's full of spiders. Or rats. Or snakes. Das ist irgendwie komisch, die Sprachausgabe von ihr in dieser Stelle. Fine. We'll rot down here like Sternhardt. I'm not worried. You'll think of something. Fair enough. Listen. Yes? Come on, climb onto my shoulders. I'd rather not. All right, boost me through the hole. You? What's so darn funny? I couldn't boost you as far as I trust you, let alone up there. Hmm. Sophia. Yes? Come on, climb onto my shoulders. I'd rather not. You probably wouldn't fit anyway. Is that a crack about my weight? I just meant it's an awfully narrow passage. Are you saying I won't fit?
After a few days without food, we'll both fit. It's not exactly a barn door. It's not exactly a barn door, you know. Oh, you are so insulting. Ah, ich hatte das Gefühl, Excuse ich hab me? Sie fast. Huh. What's the matter with you? Nothing. Go find a pit and jump in, will you? Okay, jetzt ist sie sauer. Excuse me? Es ist schon cool, wie die Figuren tatsächlich irgendwie sich weiterentwickeln ein Stück, weil ich habe sie gerade beleidigt und jetzt lässt sie einen das auch spüren. I'm sorry I was rude. You're just trying to get on my good side, but I forgive you anyway. Come on, climb onto my shoulders. I'd rather not. What's the matter? Scared of a few bugs? You don't fool me, Jones. You're the one who's scared of snakes. True. I am not. You are too. Am not. Are too. Am not. Are too. I am not. You are too. Am not. Are too. Am not. Are too. So what if I am? So you admit it. Oh, we're really not going anywhere until I crawl through there, are we? Afraid not. Okay, boost me up. Ich hab's! Watch those hands, Buster. There's a pulley on this side. We'll use it. Okay, hang on. Was ich schön finde an dem Rätsel ist, dass es, dass man es wirklich per Dialog entscheiden muss. Also du musst sie wirklich überreden und du musst sie irgendwie wirklich an diesen Punkt bringen, wo sie es macht. Und nicht einfach, es ist richtig, dass sie es macht, also funktioniert sowieso, sondern du musst schon ein bisschen in Character sein, damit es funktioniert. Das finde ich irgendwie ganz geil. So, jetzt können wir da durch. Geh doch. Okay, jetzt sind wir hier. Es wird nicht übersichtlicher tatsächlich. Da ist wieder ein Wasserfall. Aber hier ist auch nichts zum Interacten. Lol. Muss einfach vorbeilaufen. Hier noch weiter? Nee. Hier rein. I don't need any old bones. Oh Mann. Nichts zum Interagieren, ich check's nicht und es geht ja nur in eine Richtung eigentlich. Vielleicht. Jetzt komme ich da raus. Hier ist auch nichts zum Interagieren, also es ist, lässt mir natürlich. Oh, warte. It's just a chunk of crumbling masonry. I can't pick that up. I can't move it. I can't move it. I don't think that'll work. I don't think that'll work. Hmm. Mich auch nicht wirklich weiter tatsächlich.
kann natürlich sein, dass das so ein Rätsel à la Monkey Island ist, dass wir die richtige Reihenfolge, aber ich glaube tatsächlich nicht. Irgendwas fehlt. Irgendwas ist hier noch nicht korrekt, aber ich weiß noch nicht was. Oh, look at note. It says, I am convinced the map room lies beyond the next chamber. Alas, I cannot get past the gate. I need that autocalcum detector. Too bad for Sternhardt. He came a long way. Okay. It's his note. Let him keep it. The auriculum... whatever. Warte mal. Worldstone. Aha. This is the Worldstone that Sternhardt swiped in Tikal. War der eben schon da? It's a stone disc with earthly images carved into it. It appears the elevator crushed at least one stone disc. I don't need a pile of pebbles. Aber wie bringt mich das jetzt weiter? Ist die Frage. I can't pick that up. What do you think you're doing? I'm closing the gate. Wait for me! Warum sollte mir das jetzt irgendwie weiterhelfen? Es sei denn, ich gehe wieder hoch mit den Steinplatten. I don't think that'll work. Hier komme ich irgendwie nicht weiter. Ich glaube ich, aber... fast schon so Metroid-mäßige Musik hier. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay, also das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist tatsächlich wieder hoch zu den Platten. Oder? It's pointing at Sophia's necklace. Ja, das wissen wir ja schon. Also das Einzige, was mir auffällt, ist wieder hoch. Wait here. Das Problem ist, wie kommt sie denn wieder hoch? Brr, that water's cold. Bleibt sie jetzt da unten? It's not pointing anywhere. There must not be any auricalcum nearby. Also hierhin komme ich ja jetzt gar nicht, glaube ich. Wenn ich jetzt hier, ja, dann geht er direkt runter. Okay. Und sie kriege ich aber auch nicht mehr hoch. Listen. Yes? Do you think we're lost? Who knows? I'm too lost to think. I forget. Do stalagmites go up or down? Hmm.
up, I think. What do we do now? Let's keep looking for a way out of here. Follow me. Lead the way. Also, nee. Wait here. Jetzt sagt er, wait here. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich wieder raus muss und sie da lasse. Aber was anderes fällt mir auch gerade nicht ein. Aha! Oho! Was sind wir denn hier? Guck mal hier. Use statue head with shelf. Use statue head with shelf. Nein? Oh. Okay. Hä? Nun, das bringt mir nix. Vielleicht müssen wir einen anderen Kopf noch mitnehmen. Ah, okay. Jetzt haben wir den Rundgang. So, jetzt nehmen wir den. Use den mit dem. Hä? Use den mit dem. So, das reicht nämlich, den kleinen, und dann haben wir die zwei schwereren. Wo muss ich jetzt lang? Nope. Ja. Use statue head with shelf. Use. Bitte geh. Hä? Okay. Müssen alle drei da drauf? Das ist ja nicht schwer genug offensichtlich. Wahrscheinlich müssen alle drei da drauf. Aber wenn ich den letzten nehme, dann komme ich ja nicht mehr durch. Oder kann ich den von hier use? Nein. Wenn ich den jetzt mitnehme, dann geht ja hier etwas anderes da drauf machen. Use clay jar. Nein. Use clay jar with shelf. I don't think that'll work. Ja, das habe ich befürchtet. Hm. It's not heavy enough. Not heavy enough. It's not heavy enough. Ja, aber wenn du alle drei nehmen würdest, wäre es vielleicht heavy enough.
Was ist, wenn ich von der anderen Seite den irgendwie use whip with statue head? Aha! Geil. So. Stark von mir. So, und jetzt können wir den noch. Bitte geh auf. Ja. Ja. So, was bringt uns das? Wir kommen zumindest tiefer hier rein. Hier ist wieder das Lukas-Arztzeichen. Broken Column. I can't pick that up. I don't need any old bones. Oha, was haben wir denn hier? Das sieht wieder aus wie ein Aufzug. Wir dürfen nur Sophia nicht vergessen. Die hängt ja immer noch irgendwie da unten drin. Ne? Walk to Statue Mouth. There's a small cleft here. Well, that didn't seem to do anything. Hmm. I don't think that'll work. Ich glaube. It's a shaft rising into the darkness. Irgendwas ist mit dem Stock. Use Moonstone with Staff. I don't think that'll work. Use Wordstone with Staff. I don't think that'll work. Use Wordstone with mouth? I don't think that'll work. Mann! Use hose? I don't think that'll work. Das muss doch der Stab sein. Well, that didn't seem to do anything. Warte, use wooden pack. I don't think that'll work. Ma! Shit! I don't think that'll work. Dreht durch. Scheiße, Leute, ich weiß nicht. Irgendwas fehlt, oder? Fehlt was? Use das mit dem? I don't think that'll work. Nee. Ist hier noch was? Das kann doch jetzt nicht alles umsonst gewesen sein. Stone Shaft, Push. I can't move it. Hier, das habe ich schon benutzt. Irgendwas noch mit dem Stab benutzen? I don't think that'll work. Yes. I don't think that'll work. Mann! I don't think that'll work. I don't think that'll work. Ich habe halt so wenig Items nur. Das ist richtig scheiße gerade. Okay, also irgendwas scheint noch zu fehlen. Der Stab ist auf jeden Fall richtig, aber irgendwas fehlt mir noch. Gehen wir erstmal in die andere Richtung. At Hello Talk To, stimmt, habe ich gar nicht probiert eigentlich. Oha. Warte, was ist hier? Walk to Chock? It's a wedge that keeps the counterweight from sinking. Aha. It's a wedge that keeps the counterweight from sinking. It's a shaft plunging into the darkness.
gold box use. There, the counterweight is free. Das war wichtig, warum auch immer. It's a shaft plunging into the darkness. Vielleicht war es das schon. I can't reach it. Okay, vielleicht war das schon das Problem. Jetzt müsste der Stock funktionieren, oder? Use staff with. Aha! Going up? Rumble. Pick up gold box. There are two more beads underneath it. I'll take them too. Was waren da zwei Beads? I have two beads. Two beads. It's an empty gold box with a lead lining. Und hier ist einfach nur mal ein Raum, in dem nichts ist. Das macht auch keinen Sinn, oder? It's just a chunk of crumbling masonry. Warum? Einfach so? Verstehe ich nicht ganz. Warum haben die hier nochmal so einen Raum reingemacht? I can't pick that up. I can't move it. Okay, aber trotzdem weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie es weitergeht. Aber wir gehen jetzt mal zurück zu Sophia. Der Raum ist relevant für eines der anderen Abenteuer, sagt der Vesterion. Für welches andere Abenteuer? Das verstehe ich nicht ganz. So picken wir die wieder ab, ja, oder? Wer weiß, ob wir die nochmal brauchen. Wo ging's lang? Hier, glaube ich. Dann da. Man hat hier drei Abenteuer, Denker, Team und Action. Du bist beim Teamweg, okay? Oha! Was ist denn hier? Jetzt habe ich aber wirklich die Orientierung verloren. Ich wusste gar nicht, dass es da verschiedene Lösungswege gibt, ehrlich gesagt. Teamweg, Rätselweg und Actionweg, okay. Hier gar nichts mehr. Freust du dich auf Chanuzu nächste Saison? Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob er den... It's too slippery to climb up here. ...den Sprung in die Bundesliga gut schafft. Too slippery. Leute, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Muss ich wahrscheinlich hier hoch? Oh. Da rein. Ah, scheiße, Mann. Dann hier. Sophia, ich komme. Ja, okay. Hui. So. Hey, Girl. Die Frage ist,
Wo benutzen wir diese drei Dinger? Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas gesehen habe, wo die hinpassen. Also wir gehen hier rein. Ja. Und dann. Nathaniel Brown haben wir auch verpflichtet, ja. Ich bin jetzt generell mal gespannt bei der Eintracht auf die Vorbereitung. Also Matanovic ist ja auch noch jetzt zurückgekommen. Der war ja, hat sich ja sehr geil entwickelt in der zweiten Liga. Aber gerade bei den Spielern aus der zweiten Liga, Uzun Brown, Matanovic, da weiß man natürlich noch nicht, ob die dann ihren Skill auch so nahtlos in die erste Liga übertragen können. Aber da die alle noch sehr jung sind, mache ich mir eigentlich nicht so Sorgen. Ey Leute, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ich sag ja, jetzt habe ich diese Curriculums oder wie die heißen. Aber was bringt's? Why it's pointing at me. Ja, weil du die Dinger hast. Bei Ackmann hatten wir auch große Hoffnung. Er kam aber nicht aus der zweiten Liga, ne? Das muss schon. Ich check's nicht ganz. Warum? Sophia. Yes. What do we do now? Let's keep looking for a way out of here. Can I borrow that necklace of yours for a while? Why? I think old Nur Upsell is a bad influence. I think it's throwing off the Aura Calcum detector. So? So, I want to put Nur Upsell in a box. Will not hold him. Hm. Ich glaube, hier ist irgendwas. Yes. Your necklace is confusing the detector. So? So, give me the necklace. Not a chance. Forget it. Doch, doch, das Listen. Ist hier. Yes. Your necklace is confusing the detector. So? So, we need to hide it. You think so? Then say, Nurab Sal is a mighty king and his eyes see through. Nurab Sal is a mighty king and his eyes see through. All right. I can't give you my necklace, but tell me your plan and I'll try to help. I want to put it in this gold box. I want to drop it down a crack in the rocks. I want to wear it for a while. I want to put it in this gold box. Okay, give me the box and I'll put it inside. Yeah. Maybe you should give me your orichalcum too. Sure. There, but just for a few minutes. Thanks. Okay. Ich mag, dass man hier über die Dialoge viel Rätsel lösen kann. Kann man was Gutes über den Gangkamm sagen? Ja, also als die Eintracht den verpflichtet hat, war ich richtig heiß auf den. Ich glaube, dass der schon auch ordentliches Potenzial hat. Im Feld halt komplett Selbstvertrauen und das muss er sich erst zurückholen. Aber ich glaube, da ist nach wie vor Potenzial. Der braucht einfach ein bisschen Erfolgserlebnisse. Okay, jetzt können wir den Fisch benutzen, oder? It's not pointing anywhere. Aber was bringt uns das? Hmm, it's pointing toward that blank wall in the back. Toward the blank
Okay, aber mit der kann ich überhaupt nicht interagieren. Not pointing anywhere. It's not pointing anywhere. Jesus. Oh Mann, ey, Lukas hat's immer mit ihren komischen Labyrinthen hier. It's not pointing anywhere. Bin ich wieder hier? Hä? Ich raff gar nichts gerade. Bin ich von da gekommen? Scheiße, ich raff hier nix mehr, ey. It's not pointing anywhere. Aha. Seems to be crumbling a bit. Siehst du, geht doch. I think I'll need some sort of tool to knock away this wall. Look. Okay. Wow. Look, an orichalcum bead. This must have been the bead that attracted the orichalcum detector. Great. Now take the gold box. I want to wear my necklace again. Okay. I have three beads. Okay, okay. Oha! Atlantis! Well, either Atlantis is a lot smaller than we thought, or we've found some kind of map or scale model. Laid out just as Plato described it, in three concentric circles. Looks like it was made for the stone disks. Okay, jetzt müssen wir halt nur gucken, wahrscheinlich erst die große, dann die mittlere, dann die kleine. Ja? Use City Volcano East Sea City West Sea Full Moon Waning Moon Setting Sun. Ach du Scheiße. City West Sea müsste ja dann hier sein. East Sea Volcano. Wo geht die Sonne auf? Wo geht die Sonne auf, Leute? Im Osten oder im Westen? Im Osten? So. Keine Ahnung, ey. That didn't do anything. Es muss irgendeinen Hinweis geben. Also wir haben hier eine Tür. It's a heavy stone door. It's a heavy stone door. Oh Gott, das Rätsel werde ich niemals lösen. It's a heavy stone door. It's a heavy stone door. Ja, okay. Wie soll ich denn das Rätsel jetzt lösen? Also wir haben hier immerhin eine Sonne. Ich weiß nicht, was das sein soll. Oh.
Und ein Mond. Das Buch, sagt ihr? Ja, aber wo, was? Da ist so viel. If a kingdom arose, where man might travel, then we would never hear. It said that dwellers in the land had no horses, an auriculum, the metal that glittered like fire. This they had instead. They cast it into shiny beads and used them as we do minted coins, paying statues to do their work as if by magic. Where failing, wise men carved strange devices out of amber to search for the metal. Atlantis ever yielded a supply. As the waters rose around their city, the kings of Atlantis one after another would never rule the sea. They planned a huge colossus which, by use of the auriculum, 10 beats at a time would make them like the gods themselves. One of such king, he it was. Many freaks of nature at times when the celestial spheres were all aligned. This, I doubt. Ist schon ein Rätsel, dieses Buch richtig zu lesen. If morning light warmed the tall horns. At the greater Connelly, a moonstone was also needed, with the darkest night healed by the full moon. To approach Atlantis itself, a worldstone was required as well, with a glorious sun blazing alone upon the western sea. Das ist doch die Lösung, oder? To approach Atlantis itself, a worldstone was required as well. With a glorious sun blazing alone upon the western sea. That didn't do anything. Glorious sun, but with. Ah, was ist mit dem Mond? The Western Sea? Tall horns. That didn't do anything. Oh man, ey. Gates are open only with the aid of special stones. At many outposts, a sunstone suffice. If morning light warmed the tall horns. If morning light warmed the tall horns. Was müsste denn die Rising Sun sein? That didn't do anything. The morning sun? Oder ist die Noon Sun die Morning Sun? Eigentlich doch. That didn't do anything. Morning Sun muss so Rising Sun sein. Darkness, das kann es aber doch auch nicht sein. Ey, ich check gar nichts, ey. Das ist die Morning Sun. Die ist jetzt an den Tall Horns. Das muss doch richtig sein. Der West Sea muss bei der Noon Sun sein. So. That didn't do anything. Scheiße. Okay, aber warte, wir haben schon zwei. Rising Sun ist bei Tall Horns. West Sea hat die Noon Sun. So, was ist der letzte Hinweis?
Sunstone, Morning Light Tallhorns, the Greater Colony, a Moonstone was also needed with the Darkest Night. The Darkest Night healed by the Full Moon. The Darkest Night und der Full Moon. Yeah, baby! Aber irgendwie kriegt man bestimmt auch die anderen Türen noch auf, oder? Uh-oh, I better not lose the stones. Sophia, where are you? We've got her, you foolish Americaner. Americaner? Leave the girl out of this, Colonel. Why? She's perfectly happy to join the winning team. Unfortunately, I cannot guarantee her safety. Unless you hand over the stones, now! Okay, take the stones, just don't hurt Sophia. Okay, take the stones, just don't hurt me. Okay, take the stones, just get out of here. Okay, take the stones, just don't hurt Sophia. She'll be perfectly safe in my custody. Kerner, what a slimy toad. These rocks look slightly loose. Ach so, warte, looks likely. Also, wenn ich schätze mal, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, dann. Uh-oh, Kerner wedged it shut from the other side. Ja. I'll have to do better than that. It's a particularly sharp ship rib. You know, I think one of the rocks is starting to move. Fräulein, halt! Fräulein! I'm not going anywhere. What have you done with Indy, you creep? Forget about Jones. How can you expect a man to lead you through Atlantis when he can't even find a way out of the labyrinth? And you're practically an Atlantis tour guide, I suppose? We have charted an underwater entrance to the Lost City. Together, we will discover its secrets. Good luck. You have a choice, Fräulein. Join us and fulfill your life's ambition. Or join your friend, another rotting corpse on the road to glory. Well, how can I refuse hospitality like that? Jones was a better man than I thought. If he could tolerate her. Oof. Hey, there's a Nazi U-boat. Looks nasty. And risk killing a passing Marlin? Kann man nicht ab. I can't pick that up. Okay. Könnte natürlich sein, dass man die irgendwie manipulieren muss. Okay, wenn man erstmal. Sonst nichts zum Interagieren. Ich habe das Spiel früher schon mal gespielt, ja, aber ich habe natürlich das meiste wieder vergessen. Ich habe eher so einzelne Bilder im Kopf, aber nicht die ganzen Rätsel. And risk killing a passing dolphin? I can't move it. Nothing there. Hä? Musst du irgendwo reingehen? Hä? Man kann hier echt gar nichts machen, außer diese zwei Kanonen? I can't move it.
Nee, dann geht er wieder runter. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Wo ist sie denn hin? Hier ist nichts mehr sonst auf dem Boot. Doch, warte, hier ist Hatch. Da. Ah, okay. Uh-oh. I'm the captain here, and I don't tolerate stowaways. I'm not a stowaway, I'm a runaway. We'll see about that. Where do you think you're going? Looks like I'm captain now. Whoa, we're getting underway. Let's hope we're headed for Atlantis. Oh. Oha. Muss ich irgendwas machen? Big lever, lower deck, intercom. Erstmal nach unten. Whoops. I'm a dead man if I go down there while those Nazis are around. Your captain commands all hands to the bow. Now hear this. All hands to the stern torpedo bay. Ich jetzt runter? Aha, jetzt sind sie weg. Guck. Da ist nix. Okay. Trapdoor. Try to relax, Herr Doctor. Relax? We are approaching a civilization that played with the forces of nature the way we play with toys. Come now, don't exaggerate. How else do you explain the wonders of Archicalcum or the stone discs? What have you done with the stone? Calm down, they're right behind you in the captain's strongbox. Oh, there was I. Okay, the store box. State of the art German technology. Was ist das? Das ist ein Klo. Okay. Use. I don't have to. Okay. Indy! Jones, where? Sorry. Must have been my imagination. Okay, let's get here. I'll bet it's hard as a rock. I'll take a couple of slices. It's a porcelain beer stein. Oh, God.
Was passiert, wenn wir... Oh, es geht noch weiter? Oh, oh. Das ist die ganze Crew. Was passiert, wenn ich da reingehe? That was close. Okay. Nichts. Use switch. That doesn't quite work. Use lever. That doesn't quite work. Nun. Open trapdoor. Okay, und was hier? Walk to battery asset. Pick up. I'm not gonna touch that stuff with my bare hands. Use slices of bread. I don't think that'll work. Nah. Use hose. I better not. The acid will ruin it. Use porcelain mug. Okay, the mug is full of acid. Nice. Ist hier unten noch was? I don't think that would be very wise. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Okay, die sind da erstmal gut aufgehoben. Wir haben noch Batteriesäure. Blablabla. Vielleicht muss man die irgendeinem Nazi ins Gesicht schütten. Use full mark with guard. What's that noise? I could have sworn I heard something. I didn't hear anything. What's that noise? I could have sworn okay, I heard. Können wir nicht dran? I didn't hear anything. Vielleicht müssen wir das Klo verstopfen. Use bread with the head. I don't think that'll work. Use acid. I don't think that'll work. Okay. Hm. Erstmal wieder hoch. Use big lever. Komm, was passiert dann? That won't work. Oh, Mann! Your captain commands all hands to the bow. To the stern torpedo bay. All hands to the stern torpedo bay. Okay, ich muss die irgendwie rumschicken. Vielleicht kann ich jetzt da weiter. Oder waren die schon im Torpedo Bay? Das ist die Frage, ne? Okay, das ist ja logischerweise der Torpedo Bay. Ich die woanders hin. Ah, it's complicated. Okay, dann müssen wir all hands to the bow. Your captain commands all hands to the bow. So. Wo sind sie jetzt wahrscheinlich? Richtung. Auf jeden Fall können wir jetzt da in den Torpedo Bay rein. Aha. Und das bringt uns was? Wires. Torpedo Tube. It's a bundle of tangled wires. And fry myself? Use acid. I don't think that will do any good. Use bread? I don't think that'll work.
Use hose? I don't think that will do any good. Hmm. It won't open. It must be broken. Tja. Use ship ripper. Fällt mir auch nicht viel ein. I don't think that will do any good. I don't think that will do any good. It won't open. It must be broken. Hmm. Haben wir wieder Tonprobleme bei YouTube oder was? Das haben wir gestern auch schon mal. Bei Twitch geht's. Bei YouTube kann es sein, dass da sich irgendein Bug eingeschlichen hat. Tut mir leid, wenn es so ist. Das können wir hier aufmachen, aber was bringt das? It's labeled Krausgefarben. Krausgefarben. That doesn't quite work. Aha, man muss Push machen. Was ist das hier? Aha, warte mal. Was hat's mit diesem Airlock auf sich? Hä? Okay. Das macht irgendwie gar nichts, wenn ich hier drücke. Aber warum? Wahrscheinlich fehlen noch die anderen Schalter hier, ne? Was ist, wenn wir hier push? Siehst du, jetzt haben wir den auch noch. Ist auf jeden Fall... Ah ja, okay. Ist auf jeden Fall die Geschwindigkeit. Wo haben wir noch Schalter? Da, da, da. Das waren die beiden. Vielleicht da oben? Push. Big lever. Wonderful. It snapped right off. Oh. Lol. Use wooden pack. That won't work. Use that. It doesn't quite fit. Ah, dafür werden wir den Pömpel brauchen, ne? Und an den Pömpel kommen wir aber nicht ran, weil wir die Leiter nicht runtergehen können. Weil der Dude da immer noch steht. Aber wie kriegen wir den da weg? Das wissen wir noch nicht. Okay, jetzt sind die alle hier. Da war ich ja auch noch nicht. Okay, jetzt ist die Crew da. Well, 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 Mr. Jones. Okay. Ich speichere mal ab. Ich muss nämlich jetzt leider hier zum Ende kommen. U-Boot. U-Boot. Tut mir leid. Wir müssen jetzt hier erstmal Schluss machen. I'll be back mit Indiana Jones. Ich hoffe, euch gefällt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich bin, ehrlich gesagt. Es fühlt sich aber schon nach letztes Drittel an. Wenn euch das gefällt, dann gerne mal ein Like da lassen. Das hilft euch vor allen Dingen, damit mehr solcher Sachen von mir vorgeschlagen werden. Und mir hilft es auch, weil das natürlich den Algorithmus pusht. Und dann sehe ich auch, dass das gut ankommt. Und dann mache ich mehr in dieser Richtung. Also ihr könnt gerne auch mal in die Comments schreiben, was ich nach Indiana Jones Fate of Atlantis spielen soll. Ich habe auf jeden Fall Bock, noch ein Point-and-Click-Adventure zu spielen. Bin offen für Vorschläge. Hab auch schon so ein paar Ideen, aber haut mal in die Comments. Okay, das war's mit Indiana Jones. Bis zum nächsten Mal.